Ah, okay. Hier. Das sind die Jungs. Guten Abend. Oh, kann ich helfen, Mann? Guten Abend. Ich hab gehört, ich wollte euch einen Bruder vorbeibringen. Oh, okay, Mann. Yo. Ja, Bruder. What up, what up? Yo, was geht ab? Yo, what up? How you doing, man? You good? Auf jeden Fall, Mann. How you doing? Was können wir für dich tun, Mann? I need some... Smoke some weed, man. You got some weed? No, we don't have nothing, man. We have a car wash, man. Wir waschen eigentlich nur Autos, Mann. Wie, ihr wascht nur Autos? Ich dachte jetzt hier, ich bin jetzt hier, ich will ein bisschen Ganja haben. Habt ihr keine Ganja für mich? Kein Ganja, Bro, kein Ganja. Ey, Mann, sowas haben wir hier nicht, Mann. Ihr seid also Autowäscher? Genau, Mann. Ich kenne auch andere Autowäscher tatsächlich. Ruhig, ich hab nichts gehört. Ben. Ja, auf jeden Fall, ich würde gerne. Also, ihr könnt gerne ein Praktikum. Das war's mit Praktikum, Bruder. Der hat nicht mehr ausgesprochen, diese Sätze, damit ich sagen kann, ja. Der Arme, Alter. Ja, schön, aber was geht denn so bei euch hier? Lebt ihr hier in der Hut? Seid ihr hier von der Street oder was? Seid ihr aufgewachsen? Das ist unsere Waschstraße, Bro. Bruder, die haben eine eigene Waschstraße. Ich wollte schon immer eine eigene Waschstraße haben. Schau mal, die waschen ja Autos und so. Schön. Da gibt's noch jemanden, den ich kenne, der hat auch eine Waschstraße. Ich finde das voll krass. Ich habe mir auch einen Kescher geholt jetzt. Aber nicht für Autos, sondern für meinen Grill. Kann ich meine Grill waschen damit? Sprank. Aber ich habe kein Geld leider dabei. Was ist das? $400? Wenn es jetzt? $400 habe ich jetzt bezahlt, Jani. $400 für eine Cola, tschüss. Was ist das für ein Cola? Was ist das, Alter? Ist dieser Automat von Five Guys oder warum ist der so teuer, Alter? Das ist Automat von Dings. Ja, Bro, gefällt euch die Waschstraße? Schön. Sieht so schön aus. Sei euch gegönnt, Bro. Sieht toll aus. Dankeschön, Bro. Alles fit, Bro. Er zahlt auch voll fleißig. Wir haben bis jetzt noch gar nicht gewaschen. Guten Abend. Ah, gut. Guten Abend. Yo, Lil Mafia, das ist Ayo, das ist ein Freund von mir. Ah. Guten Abend, Lil. Ja, ich weiß, der sieht aus wie Rin, ich weiß. Ich hab ihn am Anfang auch Rin genannt. Ja, und lachst du, Mann? Nein, ich lach nicht. Es tut mir leid. Ich reiß mich jetzt zusammen. Ich reiß mich zusammen. Du siehst doch diese kleinen Stoppeln da. Jetzt los, komm mit, Mann, bevor ich dich fett. Ey, der hört sich an wie Verdammt, diese Waschstraße ist echt Ah, jo. Ja. Das war doch Keckweh gerade. Ah, da ist Ding. Da ey, ist das war doch Keckweh. Ey, bitte. Nee, nicht hier. Bitte, komm. Das ist keine Frage, Mann. Los. Ich komme. Ey, du hast doch noch kleine Stoppeln da hinten, ja? Sieht süß aus. Ja, kannst du rasieren, bitte? Ich muss erstmal von deiner Frau noch ein bisschen Kanto reinmachen, weil ihre Haare noch lockiger werden müssen. Von bisschen, Frau? Ey, Ayo, komm rein. Hier, komm. Setz dich hin. Setz dich rein, Mann. Setz dich da hin, ich muss von der Frau den Ding machen. Kanto rein. Und dann bist du dran. Hey, Arschloch. Ja, setz dich hin. Warte mal bitte. Hey, Arschloch, Mann. Tut mir leid, Mann. Hey, Jungs, hey, lass sie nicht gehen, Mann. Jungs, bitte, was ist los hier? Hallo, bitte. Setz dich hin, Mann. Kommt der hier, denkt er, es ist Besuchertag. Alles gut, was soll denn los sein? Guten Abend, schöne Frau. Setz dich hin, Mann. Setz dich erstmal hin. Guten Abend, Herr. Sie haben da ein bisschen Blut. Was macht der hier drin? Wohne Haare haben Sie, muss ich sagen. Seine Glatze mit Babyöl einmassieren, oder was? Ja, Sie auch. Sehr schöne Haare. Geld ist Geld, ja. Geld ist Geld. Ich sag dir ehrlich, Bro. Danke, Mann. Ja, okay. Frau, 2 Minuten sind um. Ich kann jetzt Kanto reinmachen und dann kannst du wieder zur Arbeit, ja? Okay, perfekt. Die Menschenleben zu retten, das ist mein Hauptding, ja. Ich bin verliebt. Kanto hier zu einwirken ist nicht ausgeschlossen. Ich leg den Conditioner dazu, ja? Das geht ja, auch im Ja, perfekt. Entschuldigung, tut mir leid. Perfekt, ist hier? Ja. Hier noch ein Conditioner. Hier noch ein Conditioner. Ja, selbst das schon aus, Bro. Ausbaufähig. Perfekt. Hey, Alter. Willst du dafür jetzt auch noch Geld, oder? Nein, alles gut. Conditioner kriegst du oben drauf, kostenlos. Aber willst du nicht ihre Bad machen? Oder sie wollte nicht, Bro. Sie wollte nicht. Was soll ich dir sagen? Die Frage ist, warum hast du kein Bad? Was bringst du? Ich hab Bad rasiert. Sollen wir tauschen? Weil ich würde. Guck mal, ich mag eigentlich kein Bad. Aber ich würde gerne mit dir tauschen, weil. Ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht. Das steht dir ja auch. Ne? Ah, ja.
Ey, ich muss danach sehen, dich aber auch voll ähnlich bisschen, wenn du so schaust, ne? Das sind doch die. Ja? Lacht ich hab mein Bart aus. Ayo, ist das dein Bruder? Das ist, glaub ich. Wie? Ich weiß nicht, nein, das ist. Na, du kommst hier rein mit blauer Anzug, mit deinen gefälschten. Ey, Jungs, wenn es jetzt hier weitergeht, dann. Okay, ich geh spielen, Jungs. Hallo, ich spiel doch geschnitten, du bist doch stoppig weg, mein Junge. Wenn ihr fertig seid, ah, perfekt, da ist er. Jungs, tschüss euch jetzt, halt dich auf. Schönen Abend noch, tschüss. Setz dich rein da, ja. Mach mal die Tür frei, mein Jeju. Ah, links, hier, 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 der Stuhl 6 noch für dich gemacht. Alles gut, nix fixer. So. Also, ich zieh meine Tasche aus. Ich hab drei Sachen anzubieten bei deinen Haaren. Hey, setz dich doch hin. Entspann dich doch mal. Ich muss doch erstmal hier ein bisschen klarkommen. Rede ruhig. Ja, ich bin eigentlich eher der Friseur, der macht. Weißt du, was ich meine? Tamam, der macht. Bitte schön. Hier, bitte. Okay. Also, wir haben drei Sachen anzubieten. Wir können. Zwei hübschen. Ich will ja nicht stören. Ja? Oh, hoher Besuch. Lass dich auch mal blicken, du Sohn. Ja, Ayo, was soll das, Bruder? Ich war seit 10 Minuten vor der Tür, Bruder. Ey, ich lass mich doch schnell sein Ding. Ey. Was für Haare? Welche Haare? Seine Sackhaare. Ich hab Stoppeln. Hast du nicht gelernt, Mann? Wenn setz du dich mal hin. Barbershop ist Respekt. Respekt! Hast du verstanden? Oder wir putzen schon wieder das auf einmal ist halt Gehalt hier. Hör zu, Ayo. Wie wär's, wenn du deine Glatze später am Abend. Nix, wie wär's, wenn du jetzt meine. Du stellst dich hinten an wie jeder andere. Er ist jetzt mein Kunde. Ich hör zu. Ich werde keine Ahnung. Ey, Jungs. Wie siehst du eigentlich aus wie so ein Cracky Harris? Was ist mit ihm passiert? Nimm dir mit, Mann. Lass ihn verschwinden. Wie sieht der aus? Was ist mit ihm passiert? Du hast ein Hausverbot, ja? 10 Minuten, ja. Du bist ja aber ganz schön hart. Zwei Minuten. Oh, ich brauch Kunden, weißt du? Das ja, ich weiß, ich hab auch hier Leute eine Woche Hausverbot gegeben. Also heb mal auf, diese eine Woche bitte. Echt? Ist dumm. Ja, ich hab eine Woche Hausverbot gegeben. Bruder, mach das nicht. Mach das nicht. Bruder, ey, heb mal alle Dings hier eine Woche Bands wieder auf, ja. Jungs. Das ist voll dumm, Geschäft. Stell dir vor, einer wollte den Zapf rauslassen. Mach der jetzt nicht mehr. Können nicht deine Augenbrauen machen. Macht's mal wieder weg, Mutz. Möchtest vielleicht färben oder irgendwie sowas. Jeder nur 10 Minuten. Komplettpflege, Ohren sauber machen. Ja, Mods, Bruder. Sauber machen. Vielleicht den Mund. Kannst du aus meiner Ohren diese Ohrenschmerzen rausholen, bitte? Oh, das hasse ich eigentlich zu machen. Ich mach das immer mit Wachs. Das dauert halt ein bisschen. Das ist ja voll dumm, das ist ja wirtschaftlich. Deswegen, ich höre schon, Bruder, dein komischer Freund, der macht ein bisschen Stress. Lass uns einfach so machen. Ich mach dir eine kleine Polu. Liebe, geht raus an die Mods, die machen das wirklich. Sauber machen deine Glatze und dann war's das. Wenn du was brauchst, kommst du dann nochmal. Mit Ohren und alles. Okay, wie kriege ich ein bisschen meine Ohren gesäubert? Weil ich habe gehört, Ohren sauber machen ist immer so. Ist gefährlich, lass das ist gefährlich wegen die Trommelfell. Man sollte auch nicht mit einem Wattestäbchen rein. Aber ich mache das immer, muss ich sagen. Genau, das ist das Ding. Ja, viele Leute verstehen das nicht. Bei Ohrenstäbchen, lass das von Profis machen oder von Frauen. Ja? Lass von Profis oder Frauen machen. Aber wenn du es von Frauen machen lässt, darf da halt nichts drin sein, Bruder. Ja. Also wenn da was drin ist, ist ja grauenvoll. Ja, aber ich glaube an dich, dass du deine Ohren auch ab und zu beim Ohrenarzt machst. Wenn du es nicht machst, dann, Bruder, komm nächstes Mal, wir machen das mit Max, mit Wachs. Stecken das rein, ziehen das raus, Bruder, alles gut. Das kriegen wir hin. Also die Haare aus den Ohren. Oder was meinst du? Nee, nicht die Haare, sondern generell Ohrenschmalz. Ach, Ohrenschmalz! Genau, das macht man dafür ja. Dafür habe ich eine Pistole. Dafür so Wasserpistole. Aber die kann so, ich mit jetzt Pistole. Ja, ja. Ich habe auch mal. Es gibt auch diese Dinge, die man anzündet. Dann tut man so seinen Kopf nach links oder nach rechts, je nachdem. Und dann angeblich, alles, was dann da drin ist, wenn das abgebrannt ist, ist ein Ohrenschmalz. Aber das ist der größte Scam, weißt du warum? Weil wenn du das einfach so abbrennst, dann sieht das genauso aus, wie wenn du das in dein Ohr gehalten hättest. Das ist wirklich der größte Scam. Ja, genau. Genau, ja. Yo. Ja. Okay, Tim. Okay, ich soll ihm hier sagen, dass seine Freunde draußen warten, jo. Ja, ich komme gleich raus. Ich bin gleich fertig. Bist du gleich fertig? Oder? Ja, also ich mache jetzt ein Cleanup, ja. Ein ganz einfaches Cleanup. Mach mal diese Cleanup, hast du mich gefickt? Du tust ja, als hätte ich Dings hier. Ich muss einfach deine Glatze ein bisschen polieren hier. Oh, als wäre ich mit Afro hingekommen, ja. Ein paar Stoppeln, mach doch weg. Ey, ich sag dir ehrlich, Bruder, wenn du mir ein bisschen mehr Trinkgeld gibst, Bruder, sorge ich auch dafür, dass wir dir ein Toupet herbekommen, ja. Wenn du mir ein Ding gibst, ein bisschen mehr Trinkgeld, Bruder, kläre ich dir auch ein Toupet für deine Arbeit. Jetzt? Ja, Bruder, ich hab da was, Bruder. Perfekte Hairline hättest du da. Du bist aussehen wie der junge Michael Max. Ja. Weißt du, wer das ist? Oh. Okay, super. Ich weiß nicht, was das ist. Ich überleg. Malcolm X? Martin Luther King? Ich blinkel. Blinkel gibt's jetzt weiter ab. Bist du fertig? Oder machst du Felge sauber da hinten gerade? Hey, hörst du mir überhaupt zu, Mann? Ich hör dich so. Okay, alles klar. Super. Was hast du gesagt?
Ich hab gesagt, ob du Malcolm X kennst. Martin Luther King. Kenn ich nicht. Martin Luther King? Ja, den kenn ich. Ich habe einen Traum, ja. Dass eines Tages mein Friseursalon der größte. Alles gut. Okay, ja, ich wäre fertig. Danke dir. Das ist wirklich. Du kannst aufstehen, lass es trocknen. Nicht mit einem Handtuch abwischen. Lass es trocknen, einwirken. Dann wird es auch schön glänzen. Benutzt du auch Bodylotion? Aufstehen. Hey. Ja? Yeah. Du musst dich strecken, Mann. Genau, jetzt ganz ruhig. Benutzt du Bodylotion täglich? Was macht der, Bruder? Was macht der? Ich benutze Bodylotion für meine Arschbacken und meine Eier. Wir haben noch einen Termin. Für deine komplette... Ich komm gleich! Komplette Haut, komplett eincremen. Nee, hab ich nicht. Der labert mich voll. Ich denk wirklich mit meinem Friseur. Oh, wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das am besten machen? Ich hab jetzt noch eine Bodylotion da, aber es ist meine letzte. Ja. Wenn ich sie dir gebe, Bruder, dann musst du es auch benutzen. Wenn du mir sagst, hey, du benutzt es jeden Tag, dann werde ich dir die Bodylotion geben. Kostenlos oben drauf. Was sagst du? Okay. Ich benutze in der Früh und am Abend. Und am Abend, versprochen. Ja. Okay, dann hole ich die jetzt, ja? Ist kein Problem. Früh, Abend. Du hast trockene Haut. Ich habe das sofort erkannt. Das sieht man. Es ist normal bei solchen Leuten wie du. Ja, willst du dem einen lutschen oder was? Ja, ich fick doch meinen Krampf. Was soll ich denn machen? Du musst dich strecken, Mann. Streck dich. Und dann musst du querdenken. Probier querdenken oder strecken. Ach so. Vom Querdenker, da hält ich nichts. Da gehe ich jetzt auch raus, da gibt's kein Trinkgeld. Also ich hab dir dein Bodylotion gegeben. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank. Jede Ecke, perfekt. Ich will alles einmal sehen, meine Eier, alles. Genau, super. Ich danke dir vielmals, ja. Guck mal, hier ist doch kleine Trinkgeld. Guck mal, ich hab nicht so viel, ich bin selber erst seit heute da. Bruder, wir sind doch schwarze Brüder, ja. Das Geld spielt hier keine Rolle. Hauptsache, du sagst, hey, gute Friseur hier und so, das ist das Wichtigste. Danke dir, mein Bruder. Deine Jungs warten, ja? Okay, komm. Ich wünsche dir was. Guck mal, mehr habe ich nicht. Boah, Bruder, das ist viel. Okay, danke dir. Für nächste Mal, ja? Ja. Pass auf dich auf. Boah, das glänzt. Das ist schön, ne? Das ist schön. Danke, Bruder. Oh mein Gott, ich kann mich sogar selber spiegeln. Dreh dich mal um. Ich kann mich sogar selber spiegeln in diese. Diese Glatze. Warte, ich mach jetzt diese Flex. Und siehst du einen Hundesohn in meiner Glatze? Warte. Auf deinen Nacken, Alter. Super, ja. Warte, wir auf dich schon die ganze Zeit. Entschuldigung, tut mir leid. Ich komm morgen nochmal vorbei. Ja, bis dann. Wie heißt du, Chef? Mein Name ist Le Mafia, ja. Le Mafia. Du erinnerst dich an gestern, wo du hier warst, oder? Ja, klar. Hey, was ist da hinten los? Ja, und kann es sein, dass so einem Typen namens AK die Waffe... Hey, Bro, was ist da los hier? Digga, der macht das echt gut, Digga. Endlich mal, das ist nice, Ziff-RP, dass er das richtig bespielt mit dem Macht er wieder Stress, Mann? Kokain! Was ist denn mit Babsi wieder los, Bruder? Ey, das kannst du auch nicht. Ich bin drogensüchtig, Mann! Du hast ihm was von mir gegeben. Ich hab ihm gar nichts gegeben. Ich hab Kokain, Bruder. Was soll das? Warum bist du so? Wieso musst du immer peinlich sein vor allen Leuten? Sag mal, kannst du dich nicht einmal benehmen? Hör bitte auf, vom Barber Kokain zu schreien, ja? Ja, komm. Entschuldigung. Kommst du mit, gut. So langsam verstehst du, wie das hier läuft, ja? Kokain! Entschuldigung. Hey, mich kannst du nicht mitnehmen. Jungs, ich spiel das nicht. Ja! Oder du bist ein Jungs, was ist da los? Alles gut. Entschuldigung, Jungs. Besten, ja? Ich wollte wirklich einmal nochmal gucken, so die Jacke, die Marke, die gefällt mir. Deswegen wollte ich mir nochmal angucken. Ja, ist schön, ja? Schön. Super. Dann, ich wünsche noch was, ja? Hey, Jungs, da ist ein Kunde drinnen. Übernimmt euch hier mal. Mit der Glatze wieder zu kommen. Die glänzt voll, ne? Das sieht man. Super, Kerl. Jetzt komm, lass ihn mal abholen. Schöner Abend, ja, bis dann. Warte mal kurz. Ja? Ich möchte noch jemanden vorstellen. Das ist Ganja Smoke. Ganja Smoke. Hört man mich im Funk? Nee, man hört dich nicht. Gut, grüß dich. Wie geht's dir? Alles gut bei dir. Ja, alles gut. Und selber? Ja, auch. Wer bist du? Ulrike, wie ist dein Name, Ganja? Ganja Smoke. Mit dem wollen wir Marcel locken. Wir haben gesagt, dass er Ayo ist. Warte mal. Ist das Harris? Ja, nein. Das ist Harris. Hier der Cracky. Hier ist Harris. Habt ihr, jetzt alle entwacht, die eben eine Woche bekommen haben? Gut, dass alles geklärt ist, ja. Freut mich. Pass auf Feres auf. Keiner, ja. Ganja, jetzt hast du ihn endlich getroffen, ja, dein Idol. Hey, Will Mafia, ich soll dir noch einen schönen Gruß ausrichten. Pass auf dich aus, Mafia. Von meiner Mutter, die tot ist? Nein. Willst du darüber einen Witz machen, Mann? Digga, schau mal, wie ekelhaft du bist, ja. Du weißt es. Nein, Spaß, Mann, sie lebt, Mann, aber in London. Jetzt hau ab, Mann! Hey, wer schießt da? Fahr mal bitte weg, bevor ich gleich liege. Warum schießen die, Bruder? Wo ist Shorty, Bruder? Shorty, hol mir noch einen Shot.